alcançar o mar. Esse é o lugar pra se adequar. É bom seu ar só pra relaxar. Vou caminhar, depois nadar, pegar o barco e mergulhar. Minhas feridas vão cicatrizar. Não tenho medo, basta sonhar. Tem arte em quase todo lugar. Heute sind wir auf Itamaracá, einem meiner Lieblingsorte hier in Brasilien. Hier komme ich gerne hin, wenn ich mich entspannen möchte. Und nachdem ich euch ein bisschen von den brasilianischen Favelas gezeigt habe, wollte ich euch ein bisschen von der schönen Natur Brasiliens zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber Brasilien wurde von Portugal kolonisiert. Gibt es aber Diskussionen, dass die Holländer oder Französisch zuerst schon hier in Brasilien waren. Auf jeden Fall, hier im Itamaracá ist die holländische Kultur ein großer Bestandteil der Kultur, weil hier wurde gesagt, dass die Holländer zuerst kolonisiert haben und die Kultur eingeprägt haben. Nachdem Brasilien kolonisiert wurde, wurde das Katholizismus als Hauptreligion hier eingebracht. Früher war das so, dass die Schwarzen bzw. die Sklaven durften nicht in die Kirche rein. Deshalb haben wir hier eine Kirche für die Weißen und eine Kirche für die Schwarzen, beziehungsweise eine Kirche für die Holländer, Portugiesen, Französen und eine andere Kirche für die ehemaligen Sklaven. So Leute, warum habe ich euch die Geschichte von der Kolonialzeit erzählt und von den beiden Kirchen, wo die Schwarzen hingehen durften und wo nur die Weißen hingehen durften, erzählt? Weil ich finde, das ist einen guten Anfang zu erklären, die Geschichte Brasiliens, zu erklären, warum für mich so wichtig war, das letzte Video zu machen über das Straßenkinderprojekt CAMM und über das Leben in den Favelas. Die Geschichte Brasiliens wurde entstanden mit vielen Paradoxen, mit vielen Komplexitäten. Es ist sehr widersprüchlich, was hier alles passiert ist. Man sagt, dass die Sklaven, nachdem die befreit wurden, die sind zu hohen Hügeln gegangen, beziehungsweise zu Bergen, damit die von dort aus den Gefahr sehen könnte, schon aus der Entfernung. Und so sagt man heute, dass die Favelas entstanden sind. Und aus diesen ganzen Kontradiktionen und Widersprüchen bin auch ich entstanden. Darum möchte ich heute mit euch ein bisschen philosophieren. Me corrompe os sentidos demasiadamente humanas. Minhas palavras são vaporosas e... Bist du glücklich? Jeder fragt, was ist mit deiner Karriere, ob du schon verheiratet bist, ob du Kinder hast, als wäre das Leben eine Einkaufsliste zum Abhaken. Aber niemand fragt uns, ob wir glücklich sind. Dann kommt die Frage, die man nie aufhört, an sich selbst zu stellen. Was ist aus dir geworden? Schon wär's, wenn man diese Frage mit der Antwort, endlich ich antworten könnte. Ein Kind hier mit nirgendwo schaut auf den Himmel und sieht einen Pilot, er sieht ein Flugzeug und träumt davon zu fliegen, wo andere hinzugehen. Währenddessen der Pilot schaut nach unten, sieht das Kind zu Hause und träumt von nichts anderes, als wieder nach Hause zu kehren. Und so ist das Leben. Glaube an dich selbst, lebe bodenständig und laufe demütig. Liebe mit dem Herz und nicht mit den Augen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, nicht vergesst zu kommentieren, abonnieren und liken. Ich freue mich auf euch. Auf Wiedersehen!